Wir haben ihn in der Bodenstraße aufgegriffen. Wahrscheinlich Schlägerei in der Familie. Ja, der Junge ist uns bereits bekannt und wiederholt straffällig geworden. Er neigt zu unkontrollierter Gewalt. Sein Vater befindet sich bereits in Gewahrsam. Ja. Morgen früh wird sich dann das Jugendamt bei ihm melden. Hm. Wir essen in 10 Minuten. Wir wollten dich gerade holen. Wir essen immer gemeinsam. Hab schon gegessen. Ich hab auch keinen Hunger. Trotzdem bin ich hier, du Arsch. Selber Arsch. Du bist noch neu hier. Du wirst dich schon eingewöhnen. Ist mir doch egal. Ich komm eh bald wieder nach Hause. Gleiche Regeln für alle, du Missgeburt. Halt doch die Fresse. Ist das jetzt gut, Stitch? Du musst nichts essen. Setz dich einfach zu uns an den Tisch. Wichser. Ruhe, 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 Ruhe. Vincent. Vincent, ich erlebe dich gerade wütend. Du gehst am besten raus und denkst nach, was passiert ist. Hört auf! Lass Hey, mach's Licht aus. Mach's Licht aus, Penner. Du solltest Licht ausmachen. So ein Scheiß, dass du nicht mitmachen darfst. Schau mal, von gestern. Ach Mann, voll der Schläger. Halt doch die Fresse. Es ist so cool. Wird mein Lieblingsclip. Was sollte das mit dem Licht gestern Abend? Hey Mann, ich rede mit dir. Schau mich an. Was hast du da? Zeig her. Mach auf. Nein. Thank you.
Was ist denn das eigentlich für ein Typ? Wer? Der mit den Schmetterlingen. Was? Der mit den Schmetterlingen. Ach, Zitronenfalter. Der ist ein bisschen bekloppt. Seine Alten sind... tot? Was denn sonst? Ah, Frau Köbel. Vincent. Ich will Trampolin springen. Vincent, du weißt, dass das Verbot noch gilt. Aber Frau Köbel. Wir waren uns doch einig. Fuck. Blöde Kuh. Zigarette. Jetzt fliegen sie. Und fallen nicht mehr runter. Die zerbrechen so schnell. Guck
Kommst du mit? Das ist Honig. Mit Rattengift. Für die Schmetterlinge. Da bist du ja endlich. Was machst du denn da? Du musst noch hier bleiben. Nee, ich komm mit nach Hause. Du bleibst hier. Das Jugendamt hat's beschlossen. Was? Das war doch deine Schuld. Du hast die Polizei gerufen. Peter hat jetzt viel Ärger wegen dir. Hast du ihn nicht angezeigt? Er ist wieder zu Hause. Wir fangen von vorne an. Der schlägt dich. Der prügelt dich wieder ins Krankenhaus. Geht das immer weiter so? Du prügelst dich doch auch. Also musst du hier bleiben. Lass das. Hör auf, habe ich gesagt. Kapierst du es nicht? Du machst nur Stress. Aber ich will doch nur, dass... Du machst alles kaputt. Ich pass auf dich. Hau ab. Keiner will dich. Ey, was, Alter? Geht's heim zu Mami und Papi? Kommst du jetzt nach Hause? Halt's Maul! Halt's Maul!